Mir kam übrigens in der Zwischenzeit eine Idee, man könnte das hier noch abreißen und durch Zäune ersetzen. Dann hat man hier noch eine bessere Sichtweite. Man guckt schon sehr weit von hier, wenn man so guckt. Das sieht schon nicht schlecht aus, besonders hier auf die Wüste. Machen wir jetzt erstmal das hier. Eins, zwei. Inzwischen habe ich den Bogen auch raus. Sofern ich mich nicht verbaue. Eins, zwei. Theoretisch könnte ich jetzt eigentlich schon mal... Wo ist die Fackel? Die Fackel ist genau dort. So, auch hier dann wieder. So, so, so und... drei. In der Mitte bleibt ein Loch. Hm. Das müssen wir am Ende auch nochmal stopfen. Das wäre schön, wenn man dann Glowstone reinsetzt, aber ich laufe jetzt garantiert nicht zurück und hole mir Glowstone. Kommt ja oben da noch das Feuer drauf, also mit irgendwie hochklettern oder Leiter hinbauen ist da nicht viel. Weil das würde dann eh alles im Sande verlaufen, sobald die das Feuer oben drauf haben. Fertig. Das packen wir hier noch. Ach ja. Fackeln wären jetzt auch nicht schlecht. Die einfach nur zur Unterstützung. So. Theoretisch können wir es auch so machen. Müssten wir zwar gleich nochmal losgehen und... Hier auch eine schöne Spitze. Von hier sieht man davon gar nichts, aber jo, das hat auf jeden Fall was. Wird das nicht vielleicht sogar noch besser? Nein, das sieht nicht besser aus. Ist der jetzt hingefallen? Ach da. Hell genug ist es hier oben auch. Sieht man da den Holzklotz nicht so. Ja, ich... Oh, guck mal von hier auf die Wolkenstadt. Das sieht auch nett aus, oder? Ist doch ein schönes Bild. Und dann haben wir hier unsere etwas massiveren Kammern. Und hier den Burgschaft. So, den fahren wir jetzt noch einmal herunter. Und jetzt würde ich sagen, reißen wir einfach mal das hier wieder raus. Auf der Höhe finde ich es nämlich ideal zum Bauen. Jetzt haben wir natürlich keine Axt dabei, das heißt, ich darf hier jetzt so ein bisschen rumpopeln. Und ich habe überlegt, wir machen das am Rand, diese Bricks. Und in der Mitte legen wir Holz rein. Allerdings in dem Fall dann normales Holz und Zäune drumherum. Oder nehmen wir das Dschungelholz weiter. Dann nehmen wir das Dschungelholz weiter. Davon haben wir jetzt so viel. So, da müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt nach minus 68... 74, hier sind wir. Lassen wir es mal an. Hier ist 73, das heißt das hier 72, 71, 70,
69, 68. Hier ist dann also der Wendepunkt. Jetzt müssen wir es hier nur noch einen breiter machen. So. Und jetzt würde es bedeuten, diese Strecke um ein 10.000-faches zu erweitern. Na, 10.000 ist es nicht. Halt bis auf den Berg da drüben. Wäre natürlich schön, wenn wir da schon eine Wand hätten, nach der wir uns richten könnten. Auch von der Höhe her. Aber da gucken wir jetzt einfach mal. Da baue ich jetzt einfach mal hier. Wird zwar dann von unten vielleicht ein bisschen schäbig aussehen. Oh ja, das sieht toll aus. Aber die Frage ist jetzt, wir hätten uns auch noch die anderen Koordinaten aufschreiben sollen. Das wird jetzt lustig, da anfangen zu bauen, weil wir haben keinen sicheren Weg dorthin. Ungefähr, ich sag mal so. Na, noch zwei. Vielleicht? Nee, ich glaube, das reicht so. Ja, guck doch mal, das sieht doch geil aus. Man könnte auch gemischt machen und dazwischen das Dunkle. Das sieht doch bestimmt auch geil aus. Ja, ich glaube, das machen wir sogar. Da bräuchte ich jetzt allerdings meine Axt. Wir müssen aber eh zurück, um das Holz zu holen. Das heißt, das passt. Ja, aber der Turm, der kann's. Also, von allen Türmen, die ich bisher gebaut habe, gefällt mir der jetzt hier so am besten. Außer unser Großer natürlich, aber der spielt, glaube ich, eh in einer anderen Liga. So. Ja, das ist eigentlich eine geile Idee, wenn wir jetzt das andere Holz nehmen. Dann haben wir so eine Art Mischung aus beiden. Dann ist die Brücke quasi die Mischung aus beiden Holzsorten, die wir für die Türme jeweils gebraucht haben. Was natürlich eine geile Sache ist. So, jetzt haben wir für den zweiten Turm noch 2 Stunden Zeit. Wenn wir es nicht schaffen, na, shit happens. Dann wird's wirklich eng für mich. Aber mein Gott. Auch das kriegen wir hin. Ohne jetzt groß in Schwulität zu verfallen. Schwulität kommt übrigens nicht von schwul, also, sondern eher von Schwül, also gestresste Situation. Bevor jetzt irgendjemand irgendwas denkt, was er nicht denken soll. So. Da kann man ein bisschen stacken. Brauchen wir noch derart viel Tropenholz. Fichte, 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 Fichte. Nehmen wir ein Stack Trope nochmal mit. Erde? Hallo, was machst du hier? Fichte, Fichte. Ja, da lassen wir noch einen Stack Fackeln hier. Und nehmen stattdessen dann, ja, die Axt brauchen wir auch noch. Ja, vollgepacktes Inventar bis oben hin.
Können wir gar nicht alles mitnehmen, was wir brauchen. Erstmal zwei Stacks hier. Nehmen wir die Axt mit. Und dann so viel Clearstone, wie passt. Wir haben, glaube ich, auch viel zu viel Holz dabei. Na komm. Jetzt nehmen wir das Holz, dann hier... Ach, das bringen wir erstmal wieder zurück. Sagen wir mal, Holz reichen uns jetzt erstmal 3 Stacks. Plus die 2 angefangenen hier. Dann lassen wir den sogar noch hier und nehmen nur den mit. Fichte, Fichte, Fichte. Und einmal Trope noch. Trope. Na. Noch 2 hier. Ja, so ein bisschen haushalten müssen wir jetzt schon mit unserem Platz. Eigentlich könnten wir auch die doofe Kiste hier lassen. Von hier sollte man jetzt auch einen schönen Blick auf den Turm haben, wenn die ganzen Bäume nicht wären. Können wir auch mal gucken, wie es von der Stadt aus aussieht. Vorhin hatten wir ja so einen richtig schönen Blick drauf. Den muss man sich wirklich nachts angucken. Aber nicht, dass es jetzt Nacht werden soll. Darauf kann ich jetzt gut und gern verzichten. Weil solange wir noch keinen sicheren Weg darüber haben, freue ich mich, dass es Tag ist. Ja, und ich glaube, das, was wir auf jeden Fall machen, das ist von außen mal so eine Burgrenovierung. Und unser Baustil hat sich ja doch ein bisschen angepasst und zum Teil sieht das echt schäbig hier an den Rändern aus. Dass wir da wenigstens mal so ein bisschen renoviert bekommen. Da war der Turm. Der Berg, auf den der Turm soll, so. Ja, das ist ganz schön hoch. So, da war der Mittelpunkt. Der Turm soll genauso aufgebaut werden wie da. Nur gedreht. Das würde heißen 2, 3. 1, 2, auch hier. Scheiße. Naja, machen wir es jetzt erstmal. Müssen wir alles massiv bauen. Hier habe ich die Axt. Ja, die Axt habe ich mitgenommen. 2, dann 1, 2, 3 wieder. Es wird doch jetzt nicht etwa dunkel, oder? So. So. So, und hier kommt dann auch der Eingang hin, oder vielmehr der Ausgang. So ein bisschen von dem Dreck schnappe ich mir jetzt einfach mal, um hier diese Lücke wenigstens auffüllen zu können, so ein bisschen. So. Ah. Haben wir sogar noch einen, das passt perfekt. Das war jetzt eigentlich eine blöde Idee, denn eigentlich wird hier jetzt ja auch zugebaut. So. Kommt von außen hier die typischen Fackeln dran, die wir an jeder Tür haben. Dann stellen wir erstmal die Kiste auf. Die Crafting Box. Und daneben gleich die Kiste. Und craften uns einfach mal eine Tür jetzt aus Lust und Laune. So.
Und schon sind wir sicher. Not. Es ist halt auch schön, dass der Turm jetzt so ein bisschen im Winkel angepasst wurde. Also quasi um 90 Grad gedreht. Das sorgt halt dafür, dass diese beiden Zwillingstürme sich nicht direkt eineigig entgegengucken, sondern wirklich vom Weiten auch einen kleinen Unterschied haben. So. Jetzt kommt hier natürlich auch Fichtenholz hin. Und damit ist die erste Etage auch schon fertig. Hier geht es jetzt mehr darum, wirklich mal zu gucken, erstmal, wie die Höhenverhältnisse sind. Haben wir das überall so? Ja, genau, die Leiter soll ja in der Mitte sein. Also quasi, wie lange wir brauchen, um da dran zu stupsen. Dass wir dann quasi eine schöne, saubere Verbindung schaffen können. Hier ist die Mitte. Haben wir das wirklich überall so? Na, wahrscheinlich. Oder? Ich weiß nicht. Ich bin gerade absolut nicht sicher. Man müsste mal rüberlaufen, aber... So, mal wieder ordentlich was zusammenkraften hier. Sobald es hell ist, können wir ja mal rüberlaufen. Ich meine, das ist ja, diese Holzsäule ist ja schnell korrigiert. Schon kein Holz mehr. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen. Hier sind wir jetzt an der zweiten Etage. Das sollten wir uns vielleicht merken. Oder das Dach eh anders aussehen soll, ist das eigentlich eh uninteressant. Oder bauen wir nochmal das gleiche Dach? Dann hätten wir wirklich hier Zwillingstürme. Das kommt auch so ein bisschen auf die Zeit an. Cobblestone. Und noch sind die Öfen vollgepackt damit. Das heißt, noch können wir damit prassen. 3, 5, passt. Haben wir das da unten auch so mit? Ich hoffe es ja. Dass wir da unten jetzt eine Reihe zu tief haben. Oder zu flach. Aber da würde ich dann einfach den ganzen Komplex tiefer legen. Anstatt jetzt da großartig was rauszurupfen. Ist richtig. Ja. 3 ist auf jeden Fall richtig. Und hier sind auch 3. Oh. Fuck. Jetzt kommt Plan S. S wie Schummeln. Der hier raus, daher macht's nichts. Ich glaube, das ist mir jetzt runtergefallen. Super. Oh, die doofe Maus. Danke. So, jetzt ist das.
Hier haben wir eh schon. Hier wahrscheinlich auch. Und da müssen wir nichts machen. Und schon passt es wieder. Das ist jetzt sehr einfallsreich gewesen, aber es passt. Falsch gesetzt. Kann man von hier nicht... Ne, den großen Turm kann man von hier nicht sehen. Naja, das wäre auch ein bisschen weit weg. So, jetzt baue ich jetzt erstmal hier 1, 2, 1, 2, 3. Eine Reihe drauf. Eine davon drauf. Okay, das geht hier etwas zu weit. Hier müssen wir wahrscheinlich tricksen auf der Etage. Das ist gleichzeitig der Boden. Das heißt, das hier muss eine Zweier werden. Und dann war das hier doch richtig. So, jetzt können wir das hier theoretisch erstmal bauen. Dann hätten wir auch einen sicheren Übergang. Schön auch, dass diese Balken sich jetzt entgegengesetzt zueinander angucken. Das macht noch einen zusätzlichen Effekt hier. Auch, dass das vom Weiten dann hinterher nicht so flimmert. Und da will wer was von mir. Teddy meint, ob ich da bin. Ja. Bin ich einfach mal so nebenbei da. Immer diese Leute, die etwas von einem wollen, während man am Zocken ist. Ah, mein Gott. Das kommt davon, wenn man mehrere Community-Seiten besitzt. Man muss immer verfügbar sein. Nur bitte doch jetzt nicht die Skype-Fenster vor meiner Stoppuhr. So. Können wir immer zwei von einer Sorte reinsetzen, beziehungsweise drei sogar hier. Drei. Eins, zwei, drei. Das Skelett da vorne, das irritiert mich. Weil wenn ich da jetzt zu nah dran komme und Snake loslasse, dann bin ich weg vom Fenster. Ja, war irgendwie klar, dass hier Viecher drauf spawnen. Jetzt muss das auch noch im zweiten Fenster sein. Ah, ob ich eine PN gelesen habe. Ja, darauf habe ich jetzt Bock. Ich bin mitten im Zeitstress, muss das hier fertig kriegen und er fragt mich, ob ich eine PN gelesen habe. Na gut, er weiß nicht, dass ich gerade im Zeitstress bin, dazu kann er nichts. Den Inhalt der PN werde ich hier mal nicht vortragen, ich werde ihn jetzt auch gar nicht lesen. Ah, okay, es ist nichts Schlimmes. Er will nur Mittwoch mit in den Moviepark. Kurzen Moment zum Telefonieren hier in Skype. Das geht gerade gar nicht. Also jetzt noch telefonieren ist schlecht. Naja, wir machen hier einfach mal munter weiter. Das Skelett weg. Ah, schön. Wir das heute ja fertig, dann können wir auch gleich mal reingehen und gucken, wie wir das hier gemacht haben. Denn das sieht schon etwas komisch aus da drüben. Ich wollte jetzt eigentlich mal farblich vergleichen, aber noch ist der Turm zu klein dafür. Ja, wie gesagt, der muss ein bisschen höher sein, weil wir auch wesentlich höher gestartet haben. Da drüben wird jetzt gleich ein bisschen Holz runterfallen.
Wir werden so mutig und tapfer sein und ihm nicht hinterher springen. Scheiße. Nein! Fuck! Okay, merken wir uns, Snaken hilft nichts, wenn der, wenn das Skelett schießt. Jetzt steht es dort oder ist das ein anderes? Na, leck mich doch am Arsch. Okay, das existiert schon gar nicht mehr. Wieder eine Creeper, den wir damals hatten, den wir durch die Gegend schieben konnten. Und wenn wir jetzt ganz viel Pech haben, fehlt die Hälfte unseres Inventars, aber sieht soweit ganz gut aus. So. Das nochmal rein. So, ein Mist. Aber es sieht gut aus, dass wir alles haben noch. Also noch sieht der Turm dort wie eine Ruine aus, ist richtig kläglich. Ah je, immer solche Details. Wann wollt ihr euch treffen? Ja, wann geht man in den Moviepark? Bestimmt nicht mittags oder nachmittags. Sondern für den Preis, damit es sich lohnt, geht man morgens. So, mal kurz gucken. Nee. Hm. Hier haben wir das aber auch anders stehen. Ich meine, dort steht das jetzt an der Wand hier. Daher... Na gut, das passt schon. Das können wir so lassen. So, jetzt mal eben nach oben. Was für Fragen vorm Park? Fragezeichen. Ja, aber... So. Gucken wir mal. Hier ist das. Es hätte nur noch so ein Stück gefehlt. Na, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück, weil wir wollen ja nicht, dass die Symmetrie drunter leidet. Gib mal ein bisschen mehr Fichte. Ich wette, der ist mit uns runtergesprungen und jetzt steht er da unten so als Geist rum. So, das raus. Da springen wir jetzt, wie gesagt, nicht hinterher. Und das hier raus. Jetzt machen wir hier keinen Knick rein, sondern wir ziehen die Balken glatt durch. So. Jetzt noch die Seite hier. Ja, und ich finde, das ist doch gar nicht mal so schlecht geworden. Ist ein bisschen abwechslungsreicher, als wenn wir jetzt alles in einer Richtung bauen. Vor diesen Lecks und dann immer, wenn man so hoch steht. Das da unten sieht auch sogar noch einigermaßen aus, wo wir improvisiert haben. So, und jetzt heißt es, sobald wir wieder hoch sind, hier Zäune hinsetzen. Ein bisschen was haben wir ja sogar noch. Da fangen wir allerdings auf der anderen Seite an.
Jetzt haben wir das große Glück, da unten wahrscheinlich jetzt einen dunklen Streifen hinterlassen zu haben, wo jeder Tageszeit Monster spawnen können. Aber das ist mir jetzt auch relativ wurscht. Da wird schon wieder dunkel, oder meine ich das nur? Liegt das an der Wüste? Wo ist denn die Sonne? Ach, noch steht sie oben. Da sollten wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir hier einen Weg hochkriegen. Dass wir da besser... Scheiße. Gut gemacht, Iro. Die Frage ist, brauchen wir hier überhaupt... So und so. Ja, hätten wir es an die Wand jetzt gestellt, hier wäre es natürlich um einiges angenehmer. Dann wäre hier nicht diese kleine Lücke gewesen. Oder stellen wir das jetzt noch schnell um? Ich meine, noch ist das mit wenig Aufwand verbunden. Da können wir es noch schnell machen. Sind ja nur zwei Etagen. So, dorthin. So. Ja. Mist. Dachte, ich könnte mich so ein bisschen abfedern. War nix. Jetzt ziehe ich das erstmal hoch. Und dann noch den rein. Dann hier einmal kurz rum. Und schon sieht es doch genauso aus wie drüben. So. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los, das bekannte Spiel. Wie viele Etagen? War eine kleinere dazwischen. Auch mal wieder was essen. Denn wir wollen ja groß und stark werden. Obwohl ich glaube, größer als zwei Blöcke werden wir nicht mehr. Wir sind so groß wie zwei Dreckblöcke. Enderman hat mich auch immer in der Schule damals geärgert, als ich noch ein Block großes Kind war. Immer mit meiner Körpergröße aufgezogen. Er war damals schon drei Blöcke groß. Als ich anderthalb Blöcke groß war, meinten die Ärzte, ja, ich werde es wohl nie auf die zwei Blöcke schaffen. Und man sieht, ich habe da noch einen Wachstumsschub bekommen. Und es auf die zwei Blöcke geschafft, worüber ich sehr stolz bin. Trotzdem, Enderman wird mich immer noch ärgern. So, jetzt gleich kurz runter. Das habe ich schon ganz gut raus. Bevor wir jetzt wieder hochklettern, könnte ich mir auch mal kurz Leitern machen. Dann nehmen wir jetzt das Holz dafür am besten, weil das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So. So, und da haben wir erstmal genug. Die Stöckchen verwahren wir uns mal einfach. Wir brauchen ja immerhin oben auch noch genug Leitern. Und Fackeln haben wir jetzt so wenige mitgenommen. Jetzt haben wir zumindest auf der Brücke schon etwas mehr Raum, wo wir uns bewegen können. Das heißt, wahrscheinlich stehen da oben gerade so viele Monster drauf rum,
So. Hier auf der Etage müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht quasi gewohnte Muster bauen, sondern es etwas reduziert angehen lassen. So, wie viel Zeit habe ich noch? 2 Stunden. Hatte ich nicht am Anfang schon 2 Stunden? Bis 19 Uhr habe ich mich ein bisschen verrechnet zwischendurch wohl. Mist. Das Lied hatten wir heute, glaube ich, auch schon mal. Dann können wir gleich alle Gitter reinsetzen. Nö, nur ein Skelett, das geht. Solange wir uns immer recht am Zaun halten, kann uns da eigentlich auch recht wenig passieren. Da ist alles recht dort. Wird langsam eng mit dem Holz. Für den Moment haben wir zwar noch genug, aber na los. Das leckt jetzt aber wieder ganz schön. Also entweder ist die Festplatte voll oder ich weiß gerade auch nicht, aber es wird wohl an der Festplatte liegen. Das ist auch die letzte Aufnahme dann, die ich wahrscheinlich auf dieser Festplatte aufnehmen werde. Die hat uns gute Dienste geleistet. Über 1,5 Jahre. So. Würde ich sagen, jetzt machen wir hier erstmal den Eingangsbereich richtig. So wie wir ihn auch drüben schon hatten. So. Und das Skelett ist weg. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal Zäune und ja, Fackeln haben wir noch. Einiges zur Verfügung und 2 Stacks noch im Lager. Und ja, das sollte hoffentlich reichen. So, hiervon bleibt jetzt was über. Ich würde sagen, dann machen wir das einfach so. So, so, so und so. Zäune sind immer noch sehr teuer in der Produktion. So, das reicht vorne und hinten nicht. Wir haben ja gerade gesehen, wie viele wir hatten und wie weit wir damit gekommen sind. Zäune in verschiedenen Farben, das wäre auch schön. So. Bevor ich dann jetzt mittendrin eine Lücke habe, da kann man sich dann gleich mal da drüben dann angucken, wie das so aussieht mit dem Eingang. Mist. Jetzt habe ich ja doch eine Lücke drin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ist. Noch sieht alles ruhig aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 5. 1, 2, 3, 4. Und dorthin. Auf der anderen Seite können wir schon mal ergänzen. Theoretisch erkennt man jetzt daran, ob ich es richtig gemacht habe, dass die Bodendielen darunter halt immer wechseln. So. 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 Aber bevor wir jetzt irgendwelches besseres Holz verschwenden oder vielmehr das Fichtenholz verschwenden, dafür bauen wir jetzt erstmal weiter.
4 Etagen will ich jetzt noch draufklatschen hier, damit man wirklich sieht, dass der Turm höher ist. Dafür können wir jetzt erstmal auch hier quasi... Ich mache jetzt mal was anderes so ein bisschen. Zack. 1, 2, 3, 4. 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 Dafür, dass wir jetzt kein so großes Dach drauf haben, müssen wir dann auch noch 2 Etagen extra anlegen. Das sind ja immerhin die 2 Etagen da und dann das Dach wird recht simpel dann gehalten. So. Und so sind wir jetzt auch ohne Fallschaden runtergekommen. Mal gucken, wie hoch wir bauen können. Ob das bis oben reicht. Sieht ganz gut aus. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Mittelstück hier drin stehen, an dem wir uns auch ein bisschen orientieren können. Gib mir mal wieder das Zeug hier. Gefressen habe ich gerade, das brauche ich dann erstmal nicht mehr. Ja, und ich denke, mit den Rohstoffen werden wir auf jeden Fall hinkommen. So. So. Und dann geht's so weiter. Zwei, drei. So, jetzt kommt hier die feste Reihe drauf. Und die Holzreihe. Bevor wir jetzt übrigens die letzten 16 Holzklötze hier verschwenden, gehen wir doch mal zurück und holen uns dann die wir noch im Lager hatten, die ausgepackten direkt. Und wir haben auch noch Holzklötze im Lager. Das heißt, da sehe ich absolut kein Problem, dass wir jetzt irgendwie in Panik geraten müssten, weil uns das Holz ausgeht. So. Was uns eher ausgehen wird, sind die Fackeln, aber auch da haben wir gute Vorräte angelegt. Und jetzt sollte man auch langsam den Turm dann auch aus der Ferne erblicken können. Hinterher können wir von dort uns dann beide Türme schön angucken. Und das wird auch sicher ganz lustig.